und ich mache Kunst, die schwerpunktmäßig mit ökologischem Gedanken zusammenhängt. Und aus diesem Grund mache ich auch mein Papier selber. Ich bereite Altpapier, also vor allem Büroabfallpapier, auf, indem ich es schreddere, koche und pigmentiere und mit Calciumcarbonat puffere. Und dann habe ich eine Pulpe, das ist die Papiermasse, so heißt die Papiermasse Pulpe, mit der ich dann meine Papiere schöpfen oder gießen kann. Die großen Formate sind alle gegossen und die kleinen Formate, die schöpfe ich aus der Büte. Und ja, die kann man pigmentieren, die kann man verschiedenfarbig machen, aber schwerpunktmäßig mache ich es meistens mit Titanweiß, dass ich einen hellen Untergrund habe, weil ich lasse dann Materialien aus der Natur in die Papiermasse ein, werde die dann in der Presse trocknen. Also die ganz großen Formate, die ganz langen Formate, die trockne ich auf dem Sieb, die haben dann auch eine rauere Oberfläche. Manche Leute meinen, das sei Raufasertapete. Also es hat so eine Struktur ein bisschen. Gibt mir da zwar Mühe, dass es das nicht ganz so rau aussieht, aber so ist es hergestellt. Und die anderen, die kommen in die Presse. Ich habe eine Presse, die ist so 50 auf 70 groß. Größer kann ich nicht pressen. Und die werden dann, also das wird vom Sieb abgenommen. Das nennt man Gautschen, dann kommt es in die Presse zwischen Filz und Papier, damit es trocknet. Nach 8 Stunden muss das wieder aus der Presse raus, muss das Papier, auf das es gegautscht wurde, entfernt werden. Und dann ist es so eine lederweiche Papierhaut inzwischen. Und dann kommt es nochmal in die Presse und dann wird es nochmal mindestens 6 Stunden gepresst und dann ist es ein Papier. Und danach kann ich dann drüber zeichnen. Das sind sozusagen die Bilder. Und dann mache ich noch Objekte und dann nehme ich oft Material aus dem Alltag, was ich dann verfremde. Also unter anderem eben auch Gemüsenetze, mit denen ich verschiedenartige Objekte herstelle. Ich bin ein großer Fan heute immer noch von Max Ernst und Fotagen, Collagen und sowas habe ich am Anfang gemacht. Und dann gab es einen Kurs in der damaligen Freien Kunstschule Berlin für Papierschöpfen. Und da hatte ich mich angemeldet und dann habe ich gemerkt, dass das eine ganz tolle Sache ist. Mit der Papiermasse, wenn man in die Papiermasse kann man eben auch Collageteile einlegen und dann überschöpfen und dann gibt es so eine Einheit, die man mit Klebstoff oder so gar nicht hinkriegt. Also ja, ich habe auch nie, ich brauche keinen Klebstoff, weil ich die Sachen ins Papier einlasse und dadurch auch feinste Strukturen sichtbar bleiben. Das find ich also sehr interessant. Heutzutage mache ich eigentlich wenig Collagen, sondern arbeite mit diesen Naturmaterialien. Eben aus dem Grund, weil das eine Möglichkeit ist, so ganz fein skelettierte Blätter oder so, die feinen Adern und so, alle ganz deutlich zeigen zu können. Das fasziniert mich nach wie vor. Ja, und ich bin einfach jemand, die Bewahrung der Erde und der Schöpfung, das ist mir ein ganz wesentlicher Moment in meinem Leben generell und ich wollte das eben auch über die Kunst ausdrücken. Jetzt gerade fange ich an, ein bisschen in den Trend zu kommen. Lange Zeit war das für viele Leute für dich absurd, so eine Überlegung. Aber gerade im Moment kann ich etwas auf der Ökologiewelle schwimmen. Ja, eigentlich so auf der Suche direkt bin ich gar nicht. Ich finde nur immer. Also wenn ich mal, also ich habe ja hier gleich den Tiergarten und das ist eine meiner Ressourcen. Ich laufe
halt gerne mal durch den Tiergarten und dann finde ich immer wieder was, was mein Auge und dann die Aufmerksamkeit erregt durchs Auge und dann füge ich es auf. Und manchmal bekomme ich auch Dinge geschenkt. Und zwar, da habe ich was ganz Tolles geschenkt bekommen von einem Freund, der im Moment in Thailand lebt. Und er hat mir dieses Teil hier, da muss man ganz vorsichtig sein, sonst fliegt das weg. Das sind einzelne Samen in einer einzelne Samen in einer Schote. Und das ist eben, wie gesagt, dieses gigantische Teil hat er mir mitgebracht, die Schote. Und da bin ich jetzt am Experimentieren, was ich mit diesen Samen machen kann, die so mehrere Auren sozusagen drumherum haben, ein lauter so Faserumfeld. Und ja, so kann es auch passieren, dass ich ein Material verarbeite, von dem ich gar nicht weiß, was es ist. Aber ich bin eben als Kind schon durch die Wiesen gestreunt und habe ein Herbarium gemacht als Kind und habe mir die Namen versucht herauszufinden, wie die Pflanzen heißen, weil ich wollte sie jeden Morgen begrüßen können mit ihrem Namen auf der Wiese vor unserem Haus. Und ja, das ist sozusagen, diese kindliche Haltung ist eigentlich geblieben. Ja, und bin auch im Wald immer rumgerannt und irgendwie scheint das mein Lebensthema zu sein. Also es ist ja so, dass dann letztendlich zum Arbeiten kommt ganz wenig, weil ich gar nicht so viel in ein Bild reinpacke. Aber die Vorstellung, so viel zur Verfügung zu haben, ist einfach eine sehr schöne Vorstellung, dass ich aus dem Vollen schöpfen kann. Also einerseits hat es einen praktischen Inhalt, weil die Naturmaterialien, die sind meistens nicht lichtecht. Also Blüten oder sowas zu verwenden, ist eigentlich nicht schön, weil die färben auch, also die verschwindet die Farbe. Und aber mir geht es auch um diese eher existenzielle Ebene des Skelettes sozusagen, dieses, was bleibt, wenn eigentlich schon ganz viel vergangen ist. Also so, ja, ist ein Vanitas-Thema, denke ich schon. Die Art und Weise, wie ich dann drüber arbeite, ist aber eher, dass ich es als grafisches Zeichen auch nehme. Und so, was mich auch fasziniert, sind so mikrobiologische Aufnahmen und so, oder so Aufnahmen, was in der Tiefsee passiert und so. Das finde ich total aufregend, optisch aufregend, und das geht auch in meine Zeichnungen ein Stück weit mit ein. Sie werden nicht so hofiert. Also es gibt eher einfach viel stärkere Netzwerke unter den Männern. Und die Galeristen, also da gibt es auch Untersuchungen, das ist, Zahlen weiß ich jetzt nicht, aber es ist eindeutig so, dass die Frauen viel weniger Ausstellungen haben, Chancen haben, Einzelausstellungen vor allem zu bekommen. Und ja, inzwischen ist das Bewusstsein ein bisschen gestärkt. Also die Kunst ist eben auch nicht außerhalb der Gesellschaft, und die Gesellschaft funktioniert eben meist immer noch so, dass die Männer die besseren Jobs haben oder die besseren Ausstellungen, jetzt in dem Fall bei den Künstlerinnen. Ich habe auch in der Frauengalerie, in der Inselgalerie ausgestellt. Also es ist gut, wenn Frauen sich auch vernetzen. Und unser Verein ist da ein unrühmliches Beispiel. Unser Verein, Verein Berliner Künstler, hat erst 90 überhaupt Frauen aufgenommen in den Verein. Vorher war das ein reiner Männerverein. Und inzwischen ist es aber so, dass der Vorstand eigentlich nur, ja, nicht nur eigentlich, sondern wirklich nur
aus Frauen besteht. Und also da hat sich was sehr verändert. Große Frage, jedes Mal neu. Und manchmal ist es ein Overdoing und dann ist es hinüber. Dann kann man es nur noch wieder zerreißen oder, und wieder neu in irgendwas einbauen oder eben wegwerfen. Es ist schwierig. Also ich finde es immer wieder schwierig, den Punkt zu finden, wo es dann reicht. Und manchmal ist so reduziert meine Idee, ich mache es ganz reduziert und dann habe ich dann doch zu viel gemacht und dann mache ich es dann, versuche ich es noch zu retten, indem ich das dann sozusagen barock mache, also überschwänglich viel zeichne. Das so kann man dann auch wieder damit umgehen. Aber eigentlich ist es immer ein Balanceakt. Wann hört das Bild, wann ist das Bild wirklich fertig? Und das ist eine ganz subjektive Entscheidung. Also da kann einem auch selten jemand raten. Man muss einfach das Gefühl entwickeln, so jetzt reicht's. Von der Kunst kann man eben nicht besonders gut leben, aber man kann mit der Kunst gut leben. ja, die Kunst ist eben mein Lebensinhalt. Also ich habe einen großen Freundeskreis, aber die müssen auch immer mal wieder damit klarkommen, dass ich dann eine Zeit lang in meinem Atelier versinke und dann nicht so für die da bin. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo das dann wieder mehr Kontakte gibt. Aber ich denke, jemand, der mit Künstlern lebt, der muss damit rechnen, dass er ab und zu wenig Kontakt hat mit den anderen. Sonst kann man sich einfach nicht so in die Arbeit reinbegeben. Also ist zumindest meine Erfahrung. Ja. Ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht, aber ich denke ja.